Liebe Lehrende, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit dem Tool Mein Unterricht Berechnungsfaktoren für bereits erfasste Leistungen hinterlegen können. Das ist einerseits Voraussetzung für die Freigabe von Leistungen und dient andererseits für Ihre persönliche Notenverwaltung und das Berechnen von End- bzw. Zeugnisnoten. Mit dem gelben Button Berechnungsfaktoren in der Leistungsübersicht lässt sich die Gewichtung für alle eingegebenen Leistungen einstellen. Legen Sie hier zunächst die Gewichtung der Leistungsbereiche, in der Regel mündlich und schriftlich, fest. In den Hauptfächern mit einer Gewichtung von 50% schriftlich und 50% mündlich geben Sie also jeweils eine 1 ein. In den Nebenfächern wird mündlich und schriftlich dagegen in der Regel 2:1 gewertet. Im Anschluss stellen Sie eine Gewichtung für einzelne Unterkategorien, zum Beispiel Referate, mündliche Mitarbeit und Vokabeltests, ein. Dazu müssen bereits Leistungen in den verschiedenen Kategorien erfasst worden sein. Die Eingabe erfolgt auch hier über Zahlen, die in prozentuale Angaben umgerechnet werden. Dabei sehen Sie auf der rechten Seite die Gewichtung innerhalb des Leistungsbereiches und für die gesamte Note. In der ausführlichen Leistungsübersicht werden alle eingegebenen Leistungen nun entsprechend der eingestellten Berechnungsfaktoren zu Gesamtnoten zusammengefasst. Noch ein Hinweis zum Schluss. Nicht numerisch eingegebene Leistungen lassen sich auch in numerische Notenwerte umrechnen, wenn sie in die Bewertung einfließen sollen. Wenn Sie zum Beispiel mündliche Mitarbeit mit Plus, Minus und so weiter eingegeben haben, kann das System diese in Noten von 1 bis 6 oder Punkte von 0 bis 15 umrechnen. Diese Einstellung können Sie in der Kursmappe vornehmen. Klicken Sie dazu auf das Rädchen neben dem Namen der Kursmappe und scrollen Sie nach unten. Wählen Sie die gewünschte Umrechnung und bestätigen Sie mit Speichern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.